2014 schwappt ein Phänomen aus den USA nach Europa. Als blutrünstige Clowns verkleidete Jugendliche erschrecken Passanten. Ein Phänomen, das auf die Vorstellung des bösen Clowns zurückgeht, der in der Literatur und im Film immer wieder auftaucht. Aber wo ist die Verbindung zwischen dem und dem hier? Und warum geistern Clowns, die Kinder erfreuen sollten, weiterhin durch die Albträume der Eltern? Immer mehr Menschen leiden unter Coulrophobie, der Angst vor Clowns. Clowns sind weit verbreitet und haben zwei Gesichter. Der böse, blutrünstige und der lustige Clown als beliebte Verkleidung. Das ist ebenfalls ein Clown. Ludor Cidric, alias Cidric Pagar, beschäftigt sich seit 25 Jahren mit der Clownskunst. Du kannst uns sicher helfen. Warum macht uns die Figur des Clowns, die uns eigentlich zum Lachen bringen sollte, so viel Angst? Es ist eine Frage der Maskierung. Okay, und was hat es damit auf sich? Das Wort Clown soll vom Begriff Claude stammen, also Klumpen, Erdscholle. Im englischen Wörterbuch erscheint das Wort erstmals 1560. Eine Zeit, in der in England eine völlig neue Landflucht herrschte. Viele Leute vom Land kamen in die Stadt. Einfache Leute mit etwas groben Verhaltensweisen. Die hat man anfangs ausgelacht und nachgeäfft. Vom Erdklumpen zum Clown. Im elisabethanischen Theater wird der Begriff zum Synonym für Narr und Bauer. Und später für den Schauspieler, der diese Figuren darstellt. Charlie Chaplin und seine Figur des Tramp führen diese Richtung fort. Ein Landstreicher, der nicht in die moderne Welt passt und verhöhnt wird. Wir lachen über den Clown. Er stellt unsere Dummheit, unsere Unfähigkeit dar. Während der Narr oder der Joker uns auslacht. Uns armselige Menschen. Er dreht den Spieß also um. Auch der Joker ist eine Schreckensfigur. Doch mit dem Clown hat er nur das fratzenhaft geschminkte Gesicht gemeinsam. In den 80ern bekam die Figur des Clowns eine immer größere Bedeutung, was auch mit dem Fall von John Wayne Gacy zusammenhing. Er hat etwa 30 Teenager vergewaltigt, getötet und in seinem Garten vergraben. Und sonntags verkleidete er sich als Pogo, der Clown. Das ist Pogo. John Wayne Gacy steht sogar im Guinness-Buch. Für die höchste Strafe eines Serienmörders. 21 Mal lebenslänglich und 12 Mal Todesstrafe. 1994 wurde er hingerichtet und er hat Stephen King zu seinem berühmtesten Roman inspiriert. Der Titel des Romans lautet S, also das Unkontrollierbare, Triebhafte, das uns Angst macht. Als zivilisierte Menschen sind wir darauf bedacht, dieses Triebhafte unter Kontrolle zu halten. Laut Sigmund Freud steht das S für die organischen Triebe des Menschen. Halten uns die Clowns also einen Spiegel vor, vor dem wir uns fürchten? Ich weiß nicht, ob der Clown ein Spiegel ist. Er ist eher ein Zerrspiegel, weil er uns unsere eigene Unzulänglichkeit gegenüber der Welt zeigt und das Lächerliche verkörpert. Außerdem hat er eine amoralische Seite. Er experimentiert mit dem menschlichen Wesen und kann dabei jederzeit Grenzen überschreiten. Der Clown ist also unkontrollierbar und für die Erwachsenen zur Persona non grata geworden. So sehr, dass McDonald's seit 2009 auf sein Maskottchen verzichtet, um seine Kunden nicht zu erschrecken. Bei Kindern ist der Clown aber weiterhin beliebt. Doch wie lange noch? Wir müssen vor allem den Clown in uns und vor uns zähmen. Ich könnte mich jederzeit auf sie stürzen. Also jederzeit eine Grenze überschreiten. Und oft geht es gar nicht um diese Überschreitung an sich, sondern um die Fähigkeit dieser Überschreitung. Zu spüren, dass ein Wesen keine Grenzen hat, ist sehr beängstigend. Okay, verstehe. Dann machen wir mal weiter. Muss man also vor dem Clown Angst haben oder muss man nicht? Send in the clown.